Bei Indizes steht da im Mittelpunkt die Veränderung im Zeitablauf. Und Sie sehen im Beispiel, auch wieder hier ist das Ermächtigungsinstrument der Bruchstrich. Sie sehen im Nenner, schauen Sie erst auf den Nenner, Preis Basisjahr mal Menge Basisjahr. Und im Zähler steht genau das Gleiche, bis auf einen Unterschied. Es ist der Preis des Berichtsjahrs mal Menge Basisjahr. Und das ist der Preisindex für die Lebenshaltung, der berühmte. Von einem Mann namens Laspierre, entwickelt vor vielen Jahren. Das ist der berühmte Warenkorb. Ja, genau. Das ist der berühmte Warenkorb. Aber Ja? warum Menge Basis ja oben im Zähler? Menge Basisjahr, weil wir nur fokussieren auf die Preisveränderung. Also was kostet die Menge Aber man geht ja. aus dem Basisjahr mit dem Preis von Von heute. heute? Die Menge von damals mit dem Preis von heute multipliziert. Das heißt, Also irgendwie der doppelt was. oberste, der Preisindex, stellt nur ab auf die Preisveränderung. Was kostet der Warenkorb aus dem Basisjahr im Berichtsjahr? Wie haben sich die Preise verändert? Und im Nenner Ach können wir so. auch mal schauen, Ja, jetzt verstehe ich auch. wird mehr gekauft. Ja. Nur das, was wir messen, ist Preis mal Menge. Und das kann sich steigern dadurch, dass mehr Menge gekauft wird zum gleichen Preis oder die gleiche Menge zum höheren Preis. Das ist eine multiplikative Verknüpfung, die wir haben, ja, in der Volkswirtschaft. Und deswegen müssen wir schauen, die eine Größe konstant setzen und die andere variieren. Also die Menge konstant setzen und den Preis variieren, das ist der Preisindex, Ja. oder den Preis konstant setzen und die Menge variieren. Beides zusammen geht nicht. Dann kriegen wir keine sauberen Ergebnisse. Also, beim Preisindex wird die Menge konstant gehalten und der Preis von heute genommen. Beim Mengenindex wird der Preis konstant gehalten, also der Preis aus dem Basisjahr, aber die Menge von heute. Denn es kann ja sein, dass mehr von einem Produkt gekauft wird, bei gleichem Preis.